Von Hintertupfingen bis Winsenlohe. Jeder hört die Fernsehschatztruhe. Ja, und willkommen zu einem weiteren Fernsehschatztruhen-Spezial. Ist ja schon lustig, wir sind ja eigentlich noch in der großen Winterpause bis ins nächste Jahr hinein. Aber besondere Ereignisse fordern natürlich auch besondere Spezialausgaben der Fernsehschatztruhe. Und natürlich gehört dazu, wenn Jörg Knörr aus dem Big Brother Haus ausgezogen ist und uns erzählt, wie das denn alles so war. Und deswegen unterbrechen wir diese Pause sehr gerne und begrüßen ihn. Herzlich willkommen, Jörg Knörr. Oh, ich fühle mich auch herzlich willkommen. Das ist so ein schönes Gefühl, wieder mit Menschen zu sprechen, die vor Promi Big Brother schon mit mir gesprochen haben. Ja, jetzt fällt mir natürlich direkt mal als Frage ein, hat sich der sag ich mal, den Anführungszeichen präsente Freundeskreis vergrößert, seitdem du wieder draußen bist, oder seitdem man weiß, dass du da mitgemacht hast, oder sind dieselben Menschen um dich herum, wie sie es auch vorher waren? Also privat ändert sich ja nichts. Man merkt schon, dass auf meinen Social-Media-Kanälen, Facebook, also Oldschool, und Instagram, wo ich doch merke, da geht schon ein bisschen mehr. Aber ich bin da ja so völlig ohne Ehrgeiz, im Gegensatz zu manchen Mitbewohnern der letzten Wochen, die ihr ganzes Leben auf Social-Media aufbauen. Jetzt ist die erste Frage natürlich, wie kam es jetzt eigentlich zu der Kooperation Big Brother? Also hast du schon mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt und gesagt, ich hätte da durchaus Lust, oder ist Rainer Laux und sein Team an dich herangetreten und hat gefragt, Jörg, wie schaut's aus, wir hätten dich gerne dabei, hast du denn Lust? Also ich muss schon sagen, dass ich im Prinzip fast jedes Format schon mal in der Anfrage, also die haben alle mal bei mir angeklopft, das war der Dschungel, Let's Dance, ich war eigentlich auch kurz davor, da einen Vertrag zu unterschreiben, dann habe ich aber doch gedacht, Mensch, das ist doch 3 Monate weg von meiner Frau und dann körperlich etwas, wo du als untrainierter 63-Jähriger eigentlich dich die erste Woche nur frustrierst. Und da bin ich einfach ganz schlecht. Ich bin schon jemand, der sehr, sehr, sehr perfektionistisch ist, was seinen Job angeht, hohe Ansprüche hat, die manchmal sogar erreicht. Und wenn man dann ins Fernsehen geht, ein Medium, was ja für mich als Entertainer und Parodist sehr, also eigentlich schon eine wichtige Plattform ist. Und wenn man sich nach so vielen Jahren zum ersten Mal in der Primetime zeigt, und dann letztendlich nicht mit dem, womit man eigentlich gewinnen könnte, sondern mit dem, wo man garantiert so in der letzten Liga spielt, da braucht man schon verdammt viel Selbstbewusstsein oder sehr viel wahnwitzigen Ehrgeiz. Und den hatte ich jetzt für die anderen Formate nicht. Promi Big Brother ist schon, auch noch jetzt im Jubiläumsjahr, irgendwie hat mich das schon gereizt. Vielleicht auch, um etwas zu überschreiben, was in meiner Vergangenheit schon mal passiert ist mit Reality-Format, nämlich der Teufelsküche, ein unsagbar teures Ding von RTL, wo 20 Prominente oder sogenannte sich 24 Stunden in der Küche befunden haben und wir also irgendwann unsere Beine nicht mehr, unsere Füße nicht mehr gespürt haben. Es war eine Schinderei. Und es war auch so, dass ich im Prinzip gemerkt habe, also Christian Rach sagte dann immer, du bist doch der Comedian, du guckst von allen am traurigsten. Habe ich gedacht, das muss man doch mal überschreiben. Also habe ich diese Chance, und ich gebe auch gerne zu, es wurde eine nicht ganz geringe Gage ausgehandelt. Ja, jetzt muss ich mal kurz, ich weiß gar nicht, warum wir beim letzten Gespräch gar nicht über Teufelsküche gesprochen haben, denn natürlich habe ich das Format damals ja auch gesehen und habe das sogar mit der Freundin vor 1,5, 2 Jahren nochmal geschaut, weil ich das in der Tat, das war eines der allerersten dieser Reality-Formate. Klar, Big Brother gab es schon, aber dass Prominente über einen längeren Zeitraum zusammengesessen sind, das war alles noch in den Startlöchern. Ich erinnere mich an Kollegen wie Patrick Lindner, Karl Dall, Anushka Renzi und das... Die Hälfte ist schon gestorben, nur die Hälfte, also nicht die Hälfte, aber Erika Berger ist leider nicht mehr da. Wen hat man noch, der auch... Karl Dall ist auch nicht mehr. Also es war, wenn ich das ganz abkürzen darf, wir da über Promi Big Brother reden, diese Sendung war eigentlich
ich möchte mal sagen, unter falschen Umständen wurden wir reingelockt. Ich darf das ruhig so drastisch sagen. Uns wurde, wir haben eine Woche, haben wir alle bei Christian Rach in Hamburg das Einmaleins des Kochens gelernt, wie man eine Karkasse ansetzt, wie man Fische filettiert und alles Mögliche, und waren im Prinzip motiviert, Menschen zu Hause zu zeigen, dass auch Laien ein Sterne-Restaurant bedienen können. Dann haben wir wurden wir auch, so wie bei Big Brother, tatsächlich in eine Art von Knast gesteckt. Wir hatten vor jeder Türe, wir hatten kein Handy, gar nichts, kein Fernsehen, keine Außenweltkontakte, und wurden auch noch von einem Sicherheitsdienst, und zwar wirklich jeder hatte seinen Wachmann vor der Türe, dass wir nicht mal rausgingen. Wir waren im Prinzip sehr, sehr isoliert. Dann mussten wir um 7 Uhr antreten, dann wurden Soßen gemacht, die alleine schon 4 Stunden in der Vorbereitung brauchten. Und es wurde noch mittags, mussten wir uns auch noch bekochen, und abends kamen 60 Gäste und wollten 5 Gänge. So, da waren wir dann um, ich möchte mal sagen, Mitternacht völlig fertig, und ich meine, ich habe das 14 Tage lang gemacht, und hatten auch keinen Ruhetag wie sonst normale Köche. Und als wir dann, und jetzt kommt die Geschichte, lieber Frank, als wir dann mitternächtlich völlig fertig in so einen, ich sag jetzt mal, in so einen Lounge-Raum, den man für uns wie 1001 Nacht gestaltet hat, wunderbar mit so Sitzkissen und Stoffen, Kerzen, und auf dem Tisch gab's dann 3 große Sektkübel mit 3 Liter Flaschen Ruinard Champagner und eigentlich nicht viel zu essen. Da sind wir drüber hergefallen, waren völlig fertig, saßen in diesen Kissen, und dann haben wir an einem Abend gemerkt, dass die Sendung eigentlich hier begann. Und alles andere, der ganze Aufwand dazu diente, uns so fertig zu machen, dass wir am Ende sprudelten und Dinge erzählt haben, die die Zuschauer extrem unterhalten haben. Das fiel uns auf, als Anuschka Renzi einmal als Letzte in diesen Raum kam, hatte unterm Bademantel recht wenig an, und ich möchte mal sagen, wir alle haben gesehen, sie hat einen Rasierer. So, und in dem Moment, wir von unten uns aus unseren Sichtkissen, sahen wir ins Paradies und hörten dann plötzlich hinter den Wänden eine Stimme: Scheiße, ich hab's nicht drauf. Und ab dem Moment wussten wir, hinter diesen 2 Wänden waren besetzte Kameras, die genau das aufgenommen haben. Und da war uns schon klar, diese Sendung hat mit Kochen eigentlich nicht so viel zu tun. Das mal einmal ganz kurz, und weil man es erzählen darf nach der Zeit. Jetzt kann man da vielleicht eventuell die Brücke schlagen. Und warst du eventuell mit wacheren Augen und Ohren bei Promi Big Brother, weil du so ein bisschen gebranntes Kind von der Teufelsküche warst und wusstest, was die eventuell in Wirklichkeit wollen und in Wirklichkeit andere Dinge vorgeben zu sein? Naja, also bei der Big Brother Geschichte, da muss man kein Vorleben haben, da weiß man auch als Zuschauer, was die da senden, ist natürlich schon das angefachte Feuer, die Zwietracht, die Harmonie ist eigentlich hier fast schon kontraproduktiv, und wir waren in dieser Staffel, und das sehe ich auch an den Kommentaren, einfach zu nett miteinander. Ja, also es war am Ende wahrscheinlich wirklich so, und man hat das ja auch zum Beispiel an den Quoten gemerkt und an den Kommentaren. An dem Tag, als Jeremy freiwillig rausgegangen ist, gab es erstmal so einen kleinen Bruch, weil er natürlich derjenige war, der, ja, ich weiß nicht, ob man sagen soll, die Gruppe aufgemischt hat, aber zumindest polarisiert hat und oftmals Kopfschütteln hervorgerufen hat. Hast du das im Haus selber auch so wahrgenommen, was Jeremy darstellt, oder hast du gedacht, der spielt uns doch hier allen was vor? Naja, also ich möchte mal sagen, lustige Frage eigentlich fragen, wenn du sagst, hast du das auch im Haus gemerkt? Also ich meine, ich habe den Jeremy von den, ich sag mal, 15 Minuten Anteil in der Sendung, habe ich den stundenlang gesehen. Da wird mir noch mehr aufgefallen sein. Ich war ja mittendrin. Jeremy ist ein Typ, also ich würde mal sagen, der hat ein Psychiater hätte sicherlich, das wäre der Mount Everest für jeden Psychiater. Der Jeremy ist jemand, der einfach überhaupt gar nicht reingegangen ist, um sich mit irgendwas, was die Sendung ausmacht, zu verbinden. Der brauchte nur eine Plattform. Dem war sowas von egal, wer wir sind, wie die Umgebung ist, wie die Sendung funktioniert. Der hat die noch nie gesehen, das hat man auch gemerkt, war ihm auch egal.
der hat sein Drehbuch durchgezogen und ist von einem, ich möchte mal sagen, unsagbaren Narzissmus und einer der Idee von Selbstoptimierung, die eigentlich den anderen Menschen gar nicht mehr sieht, der um ihn herum ist, und zieht seine Show durch, aber auch von einer Widersprüchlichkeit, weil er ist ein sehr intelligenter Typ, weiß unglaublich viel, und ich kenne das eigentlich nur von Menschen, die autistisch sind. Der weiß viel, aber er ist auch so banal und so, also er hat ja noch nicht mal bei seiner Idee von Reichtum und Erfolg einen Stil, sondern da ist alles Stereotyp. Er zeigt erstmal seinen Sixpack, wo andere Leute einem die Hand schütteln, das ist seine Begrüßung. Dann wird die Rolex genannt, dann wird der Ferrari genannt, dann werden seine Follower genannt. Also der rasselt erstmal sozusagen seine Protzkarte runter. Und das ist so verrückt, denn wenn wir zusammen gekocht haben, er hat ja auch nicht gegessen, dann hat er erzählt, was alles ernährungstechnisch, der ist schon jemand, der könnte Coaching machen für andere Menschen, auch sogar ganz intelligent, aber er selbst ist einfach, ich möchte mal sagen, schon, das ist schon grenzwertig, das hat schon Züge, die möchte ich jetzt gar nicht so sagen, was ich wirklich denke, aber es ist wirklich... Aber die klingen nicht gesund, diese Züge, das muss man ganz eindeutig so sagen. Ne? Also der hat eine Vollmeise, der Typ, aber wie alle wissen, auch die Menschen, die charismatisch sind, auch sogar die Führer der Welt, die viel Unglück gebracht haben, die haben ja alle im Prinzip eine Psychomacke gehabt, aber und sind deswegen auch völlig unreflektiert über ihre eigenen Schwächen. Und solche Menschen werden teilweise auch bewundert, weil sie im Prinzip so ohne Selbstreflexion sich so rausgeben als die Heroes. Sie sind auffällig, sie mischen auf. Und selbst mein Sohn, wir sind ja jetzt heute am was haben wir heute? 4., 3. Dezember? Der 4., ja. Entschuldigung. Ich habe die Uhr und die Zeit nicht mehr. Also heute am 4. Dezember, wir sind ja ein paar Tage nochmal zum Finale alle zusammen. Ich denke, Jeremy auch. Und mein Sohn, der 16 ist, der Liam, der hat mich angebettelt, Papa, ich werde der Hero sein, wenn ich ein Bild mit Jeremy kriege, und der freut sich ein Bein ab. Und mein Sohn ist wirklich niemand, der jetzt irgendwelchen Idioten hinterherläuft. Ja, was ich in der Tat aber ganz bemerkenswert fand, war, als Jeremy dann ja in den Loft gekommen ist und da erst für sich war, und dann kamen nach und nach weitere Bewohner hinzu. Das Wichtigste für ihn war zum Beispiel, dass er für andere gekocht hat. Der stand am Herd und hat weiterhin selber ja nichts gegessen und hat aber für andere gekocht. Es war ihm wichtig, dass die sich gut fühlen. Und also da war ich mir gar nicht mehr so sicher, während ich an den ersten Tagen mir sicher war, das ist eine Show, die er da macht. Auch so diese Sprüche wie, ja, eigentlich ist das ein Verlustgeschäft für mich, mit einem TikTok-Video mache ich 25.000 Euro und so weiter. So dieses nach draußen sich präsentieren. Aber dann hat man innerhalb des Loftes, finde ich, durchaus gesehen, da steckt auch mehr hinter. Nämlich auch, dass man sich um Menschen bemüht, dass da eine gewisse Warmherzigkeit ist, dass da Empathie ist. Dinge, die er die ersten Tage zumindest im Dachboden überhaupt nicht zugelassen hat. Auch das kann ich nicht bestätigen, dass das im Dachboden nicht so war. Es wurde natürlich gerade am Anfang, um die Zuschauer irgendwo auf eine spannende Reise zu trimmen, wurden natürlich diese Momente, wir haben ja auch gekocht, allerdings seltsame Sachen, aus Dosen, die abgelaufen waren. Der Höhepunkt war ja immer tote Oma. Das war wirklich im Prinzip wie eine Organspende, nur in Dose abgepackt. Was war das denn genau? Also wir dachten, das wäre irgendwas wie Blutwurst gewesen. Das nennt man hier auch so. Das wäre schön gewesen. Also Rainer Gottwald, der auch schon oben war, der hat von probiert. Und man muss schon sagen, der Typ hat alles erlebt im Leben. Der ist Eliteeinheit gewesen, und ich weiß gar nicht, was ich hier erzählen darf, aber vieles davon ist schon auch gefährlich für ihn. Der hat alles schon gemacht, der ist gar nicht so ein harter Typ, der hat das wieder ausgespuckt. Es ist einfach Leber drin, okay, und Innereien und Hirn und ich weiß nicht was. Okay. Und das war schon also widerlich. Und alles, als die da merkten, dass wir das nicht essen wollten, bekamen wir dann
man bekam ja oben dann immer so nachgeliefert, nur noch tote Oma. Und das war so ungefähr, als wenn man sagt, ihr kriegt jetzt mal 5 Tage gar nichts zu essen. Nochmal eine letzte Frage zu Jeremy. Nachdem er ja nach exakt einer Woche gesagt hat, ich verlasse hier dieses Projekt, war für dich klar, das war geplant. Der wusste ganz genau, ich mache das hier eine Woche mit, dann habe ich meine Aufmerksamkeit, mein Peak ist erreicht, mehr geht dann auch nicht, also verlasse ich dieses Projekt wieder? Oder glaubst du, das war eine spontane Idee und Reaktion? Ich bin ganz sicher, dass bei Jeremy nichts ohne Kopf passiert. Auch diese Empathie, die du jetzt ihm noch unterstellt hast im Loft, was wir ja nicht gesehen haben, weil ich war im Prinzip bis auf einen Tag immer im schlechten Bereich, ist auch bei ihm Taktik. Er weiß, er ist ja nicht doof. Ja? Also dumm ist er nicht, aber er ist psychotisch. Ja? Das kann man, ich würde mal sagen, beides geht überein. Und er weiß schon genau, was man tun muss, selbstlos, Askese übend, sich denn so wie als Übermensch zeigen. Und es ist ja auch ein bisschen so, dass man sich mächtiger fühlt, wenn man die anderen, die eben dem Hunger erlegen sind, nochmal sozusagen bekocht und sich selber nichts nimmt. Das ist ein bisschen Jesus will er dann auch sein. Also Superman will er sein, Jesus will er sein, er will Jeff Bezos sein und Elon Musk, er will von allem etwas zeigen. Und das sind alles Superlative, auch im sich um andere kümmern. So viel zu ihm. Und ich glaube auch, diese Geschichte mit dem, ich lasse die Sachen an, war ein Testen, wie sehr man ihn braucht. Wir haben ja für weitaus weniger Dinge schon Strafen bekommen als Gesamtgruppe, als diese doch wirklich grobe Verletzung sich nicht dem anzupassen, dass wir in jedem Bereich einfach die Klamotten anziehen, die man uns dahin geschmissen hat. Und er wurde geschont und da war uns schon oben in den ersten Tagen klar im Dachboden, dass man von der Produktion auf ihn zählt und er für sie ein wichtiger Faktor ist, den man erstmal schützt und nicht bestraft, weil er vielleicht als einziger die Probleme schürt. Für wie echt hast du eigentlich Valentina gehalten? Denn die hat sich ja auf dieses Jeremy-Spiel durchaus von Anfang an eingelassen, auch indem sie ganz offen gesagt hat, für mich bist du ein Arschloch, für mich bist du asozial, weil du nicht die Klamotten anziehst und wirklich riskierst, dass das ganze Team bestraft wird. Gut, jetzt ist Valentina eine, wie sie ja selber sich auch gerne damit brüstet, die schon in x Formaten war. Ich glaube, das 9. Reality-Format ist es. Das heißt, sie weiß auch natürlich so ein bisschen, was bei der Produktion ankommt, was die Zuschauer so ein bisschen umtreibt. Für wie echt hast du sie gehalten, gerade auch in der Konstellation mit Jeremy? Naja, also was heißt echt? Echt ist ja nicht, heißt ja nicht immer, dass man, also echt ist ja keine Qualität. Echt kann auch ein Arschloch sein, wenn er dann eben echt ein Arschloch ist. Also sie ist schon jemand, die man lesen kann. Die verstellt sich nicht, aber das, was man sieht, ist auch nicht immer so toll. Sie ist schon sehr, sehr, also ich habe sie ja unten in der Garage erlebt. Und Valentina ist schon eine Frau, die Widersprüche hat. Im Vertrag steht dann, man darf gewisse Körperteile nicht abfilmen, Popo und Intim und ich weiß nicht was alles. Sagt aber dann gleichzeitig, für 100.000 würde sie jederzeit in den Playboy. Also sie hat Prinzipien, aber für Geld würde sie die jederzeit brechen. Also ihr bedeutet Materielles schon sehr, sehr viel. Und ihr Freund, der eben auch nicht viel älter ist als sie, bezeichnet sie, also ich bin mit einem CEO zusammen, also mit einem Mann von einem Startup-Unternehmen und der macht schon viel Geld und redet auch als 22-Jährige schon verdächtig häufig von Sachen, die sie auf jeden Fall bald sich anschaffen will, den großen X6 oder eine S-Klasse, ich weiß nicht was. Das ist für eine 22, ich habe ja zwei Töchter, die sind so ein bisschen in dem Alter und das ist, finde ich, für jemand, der morgens lange schläft, sich noch nicht mal weiß, wer Angela Merkel ist, und bei gewissen, ich sag mal, Quizspielen durchscheinen lässt, dass sie sich im Prinzip für gar nichts interessiert.
Ja, die will billigen Ruhm, sie möchte es einfach haben, sie denkt auch, dass sie auch schon, sie hat auch einiges schon machen lassen mit 22, also Kinn, man muss mal überlegen, da lässt sie sich am Kinn schon operieren, hat etwas bisschen, die Nase ist gemacht und. Also ich finde das und ganz miese Extensions. Ich bin jetzt echt gerade ziemlich Gossip drauf bei Valentina, aber sie war wirklich von allen so ein bisschen die, die auch anders als Jeremy, aber auf ihre Art sich der Gruppe niemals angepasst hat. Angepasst hat sich aber durchaus Michaela Schäfer, die natürlich auf der einen Seite kann man sagen auch schon x Sachen hat machen lassen und sich auch für keine Schlagzeile, sage ich mal, zu schade ist, um auch sämtliche Körperteile in die Kameras zu strecken. Aber sie ist ja menschlich dann doch eine ganz andere Kategorie wie Valentina, oder? Ja, auf jeden Fall, das ist eine große Überraschung. Man muss schon sehen, dass sie ja auch schon fast 40 ist oder kurz davor und tatsächlich eins geschafft hat, und da kann man, ich sag mal, in die Tiefe googeln. Man weiß ja, man ist Männerfantasie und zieht sich auch aus, ganz ungeniert. Und die Männer denken, also dieser Sprung jetzt zu OnlyFans und so, wo er schon ins Pornografische geht, da denkt man, den hätte sie vielleicht längst schon machen müssen, um gegen diese, ich sag mal, große Konkurrenz von wirklich auch noch jüngeren, noch sehr hübschen Mädels, die auch so weit gehen, alles zu zeigen, darüber dann noch zu stehen und noch immer da zu sein mit Prinzipien, das finde ich schon bemerkenswert. Da muss schon noch mehr da sein. Sie war sehr geschillt, sie war allerdings nicht jemand, der von sich viel erzählt hat. Sie war ein bisschen ein stiller Star und sehr sympathisch übrigens auch, aber sie hat sich, ich möchte mal sagen, die ist mit halber Kraft und Lächeln so ein bisschen da durchgechillt. Also das sah im Fernsehen dann vielleicht auch souverän aus, aber sie hat sich ganz gut im Zaum. Sie kennt diese Formate, sie ist im Gegensatz zu mir, da kommen wir vielleicht noch zu, in vieler Hinsicht sich zu viel Kopf gemacht hat, was man wohl draußen über Herrn Knör denkt. Die ist da, sie war wie eine Zimmerpflanze, würde ich mal sagen, die einfach, egal wo sie ist, eine Blüte hat und man sagt, ist irgendwie nett. Wie siehst du rückblickend deinen Kontakt mit Kathi Karrenbauer? Sind da so ein bisschen auch zwei Alpha-Tiere aneinander geraten hin und wieder und hat man das gespürt? Ja, also ich glaube schon, dass sie, ich mag sie sehr, aber sie ist auch eine sehr dominante Frau und das kann sie auch nicht abstellen. Sie ist Schauspielerin und ich hätte ihr, als die Aufgabe mit der Schauspielerei war, ein Rollenspiel mit Tanja Tischewitz, oh Gott, dieser Name, das ist was für Inge Meisel. Dann sag mal, wie heißt der Tischewitz? Tischewitz. Na, also da hat man doch, wenn man nicht gewusst hätte, dass es ein Rollenspiel ist, und das haben die ja auch für den Teaser gar nicht gesagt, man hat gedacht, die rastet jetzt aus. Ja? Das war ja nur gespielt, wie so die Alkoholikerin gespielt hat. Man merkt schon, dass man sich nicht so sicher sein kann, bei dieser wirklich grandiosen Schauspielerin, wo nimmt sie diese Fähigkeit aus ihrem Können, aus ihrem Repertoire, um auch sich zu inszenieren. Da bin ich mir häufig nicht sicher. Ich bin mir sicher, das Gespräch, das ich mit ihr hatte über ihren Vater, hat uns beide zutiefst berührt. Wir haben zusammen geweint. Das hat uns auch miteinander verbunden. Aber ich möchte mal sagen, sie hat ein Handwerkszeug, das gut eingesetzt für das Weiterkommen sehr nützlich ist. Warst du dir von Anfang an eigentlich klar darüber, wie sehr du dich innerhalb dieser Zeit öffnen möchtest, oder hat sich das ergeben? War zum Beispiel das Gespräch mit Kathi auch ein Auslöser dafür zu sagen, ich fühle mich jetzt bereit dafür, auch aus meiner Vergangenheit ein bisschen mehr preiszugeben? Ach, bei ihr habe ich gar nicht so viel von mir erzählt. Ich habe einfach nur so im Prinzip beigepflichtet, dass man, denn das war ja ihre Geschichte, dass sie, dass ihr Vater jetzt, wo er etwas dement ist, dass sie wieder zusammengefunden haben, obwohl sie ja dachte, das wird auch noch zufällig timingmäßig direkt nach Beendung der Sendung ist das auf dem Markt. Ich wollte einen Hund und bekam einen Vater.
Und die Moral der Geschichte, nämlich der Vater, der sagt, aber ich war doch immer für dich da, wenn was gewesen wäre, ich wäre sofort bei dir gewesen. Und sie eben sagt, und es hat mich sehr getroffen, ja, muss ich denn erst sterben, dass du da bist? Also es ist sehr dramatisch, aber ich habe auch Kinder und auch vor allem meinen Sohn, den ich schon nicht immer so dauernd sehe, mit ihm zwar telefoniere, da habe ich gedacht, Mensch, das ist auch die Lehre für dich, wenn du aus dem Haus kommst und diese Zeit, diese 3 Wochen Kloster, sage ich jetzt mal, inklusive des Hotels, wo wir ja auch 1 Woche vorher, das war nicht weniger schlimm, ohne, also 1 Woche in einem Hotelzimmer zu sein, und ich hatte nicht mal irgendwie ein Radio, ein Fernseher, ich habe nur ein Buch gehabt und das war mir echt schon dann langweilig, 7 Tage ohne Kontakt, nicht raus können, Frühstück sozusagen unter der Tür durch, das fand ich fast schlimmer als Promi Big Brother. Da macht man sich schon so seine Gedanken über sein Leben. Und da schwitzt man ein bisschen was raus. Aber war für dich denn im Vorfeld klar, diese und jene Geschichte bin ich bereit von mir selber zu erzählen? Oder passiert das einfach aus der Interaktion heraus, dass es einfach aus einem herausströmt? Oder hast du dir im Vorfeld wirklich überlegt, das bin ich bereit von mir preiszugeben und das sind Dinge, die werde ich definitiv nicht ansprechen? Also ich habe natürlich, weil das eine Ausnahmesituation ist, habe ich gedacht, ein Coaching hilft auf jeden Fall, und ich habe hier eine sehr vertraute Dame, die die Branche kennt, die auch bei den Boulevardzeitungen schon gearbeitet hat, die bei Fernsehproduktionen auch schon Posten hatte und jetzt hier auch viele Events veranstaltet. Aber sie kennt mich auch gut, und ich habe mit ihr einige Coachingstunden durchgezogen und hatte auch ein Blatt mit, auch im Hotel, das ich immer wieder angeguckt habe, ein Regelwerk, was für mich, welche Dinge auf gar keinen Fall in Frage kommen, habe fast alle Regeln gebrochen, und sie hat hinterher auch gesagt, das war ja nur ein Hinweis, aber du hast das alles richtig gemacht. Man kann nicht über so eine lange Zeit so kontrolliert sein. Man hat schon diese Kameras, die man irgendwann zum Glück vergisst, aber dann auch schon wieder das Gefühl hat hinterher, weil man die Kameras vergessen hat, was habe ich da gesagt? Und du weißt überhaupt nicht, was von diesen vielen Sachen, die man mal mit Menderes, der ja auch sehr offen ist, da rede ich über meine Eltern, die auch etwas psychotisch waren in manchen Punkten, aber auch so trotzdem liebenswert. Man kann das nicht richtig stellen. Die können einfach vieles nehmen und ohne Kommentar von mir senden. Und ich gebe echt zu, ich habe einige Male die Nächte nicht geschlafen, weil mir im Nachhinein klar war, was ich alles gesagt habe. Und da waren Sachen dabei, wo ich wusste, dass ich Menschen, die draußen sind, Ehefrauen von früher und was weiß ich, extrem, also auch verletzen würde, wenn das gesendet wird. Und habe dann auch den Psychologen, den man in Anspruch nehmen darf, ein paar Mal in den Besprechungsraum gelockt, weil das steht uns zu. Die wollen ja auch, dass man nicht an sowas dann sich bremst. Ich ziehe mich dann komplett zurück und dann sage ich dann fast gar nichts mehr, und das wollen die auch nicht. Also es war häufig so, dass ich ganz heißen Kopf bekommen habe, nachdem, auch wenn ich im Besprechungszimmer etwas über andere gesagt habe, man wurde ja so aufgefordert, wie findest du denn die Neue? Da kam diese kam die Katrin, die so schon ziemlich gemachtes Ding ist mit ihrer Optik, und da habe ich schon ziemlich, ich möchte mal sagen, konkret gesagt, was ich alles so über sie denke, habe das aber auch nicht relativiert. Als Mensch war sie ganz nett, aber es war schon ein über sie herziehen, das sage ich ganz offen, über ihre Optik, die nicht mehr so war wie der Kalender, auf dem sie abgebildet war. Aber Hauptsache, sie ist im TV, ne? Im TV, sie auch im TV. Also die hätte es weiter geschafft, hätte sie nicht vielleicht ein bisschen, war manchmal ein bisschen zu derbe, denn die war eigentlich eher so ein Kerl, möchte ich sagen. Ziemlich unempfindlich, ich habe ja auch gesagt, das war meine Taktik. Ich dachte, bevor Big Brother, das war auch ein bisschen die Taktik, den Bewohnern auch dann vorzuführen, was man über sie gesagt hat,
es hieß immer, was findest du denn über sie und über den? Und dann redet man, und weil man ja weiß, es heißt, was im Besprechungsraum, dann darfst du mit den anderen nicht besprechen. Und dann bleibt das aber nicht da. Und dann kommen die wieder raus und du weißt, die haben alles gesehen, was du über sie gesagt hast. Und da war mir eine Taktik, als ich dann rausging, dachte ich, okay, die nächste Gelegenheit erzählst du es ihr auch und guckst, wie sie reagiert. Dann sagt sie, ach, hat ja Job mir auch direkt gesagt. Ja, ja, genau. Also das ist natürlich so ein bisschen, fühlst du dich wie bei Teufelskirche auch so ein bisschen ein Stück weit verraten, wenn du eigentlich dich darauf verlässt, dass Dinge, die hier gesagt werden, den Bewohnern innerhalb dieses Projektes nicht gezeigt werden und es passiert dann doch? Oder wusstest du, na gut, that's entertainment und so läuft der Hase nun mal? Naja, also ich möchte mal sagen, ich bin schon ein bisschen naiv und unschuldig da reingegangen, was das angeht, weil ich dachte, es ist gar nicht nötig, hier sozusagen die Dinge zu verschärfen mit solchen, ich sag mal Geheimnissen, die man den anderen dann anvertraut, von der Redaktion oder von Producer, weil ich auch dachte, hier werden die eine Mischung haben von Mitwirkenden, von Cast, die auch sowieso aneinander geraten werden, weil der eine sich die Hygiene nicht einhält oder weil auch Konkurrenz da ist von Anfang an, weil man diese 100.000 am Schluss sieht und will andere ausstechen. Das hatten wir alles nicht in den ersten 10 Tagen. Man hört von vielen Protagonisten in solchen Formaten immer wieder, das Schlimmste sind jetzt gar nicht die Challenges oder die Leute. Das Schlimmste ist in der Tat, dieses 24 Stunden einfach da sitzen und nicht zu wissen, was man tut, außer man ist dann in der Live-Show. Also diese gähnende Langeweile über den Tag verteilt. Wie war das für dich? Ja, das ist das Schlimmste. Und du bewegst dich ja auch gar nicht. Ich meine, ich habe 12 Kilo abgenommen, obwohl ich keinen Sport gemacht habe und nichts. Einfach nur, weil man, also ich jetzt mal abgesehen von den Dingen, die man sich dann hat einfallen lassen, nur mal das Murmeltier, das grüßt, beschrieben. Jeder Tag ist so von der Sache her. Du wirst wir haben ja keine Uhr gehabt, aber ungefähr wussten wir haben 3 Stunden geschlafen oder so. Also ich denke mal, wir wurden irgendwas vor 8 geweckt. Dann wir lagen auf Luftmatratzen. Also ich habe die ganze Zeit so gelebt, die nicht wirklich sich aufblasen ließen auf dem kalten, nackten Garagenboden. Dann geht das Licht brutal hell an und du wirst geweckt mit volle Lautstärke, Garagengeräusche, Hämmern, Sägen, bung, 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 bung. Und dann kommt auch schon nicht irgendwie, ach, wir kommen so langsam wach werden, dann heißt es sofort in den Besprechungsraum und die Batterien wechseln von den Mikrofonen, weil dreimal musste man irgendwann die Batterien wechseln. So. Und das heißt wirklich sofort aufspringen. Und dann gab es als Frühstück fast die ganze Zeit über nur einen einzigen Toast, einen labbrigen, weißen, geschmacklosen Toast, der in einer Pfanne geröstet wurde, bis wenigstens Röstaromen da waren. Den haben wir dann langsam geknabbert und mittags gab es Nudeln, oftmals ohne Salz, mit einem kleinen Klacks Ketchup. Und das war's. Also Wasser getrunken. Wir haben immer heißes Wasser, mal als Kakao, mal als Tee oder als Kaffee bezeichnet. Aber es war wirklich Wasser und Brot. Ja, und dann ist man den ganzen Tag im Prinzip, man quatscht, man redet. Aber irgendwann ist das auch zu viel, weil 9 ja. Menschen auch aufeinander reden. Wir haben uns alle Geschichten schon erzählt. Man kann sich nicht zurückziehen. Wir haben keinen zweiten, dritten Raum, nur diesen einen Raum. Und wenn dann die Challenges waren und die Sendung um 12 zu Ende war, dann war man in diesem Raum und wurde nochmal, manchmal waren wir 8 Leute, jeder 10 bis 15 Minuten nochmal im Besprechungsraum zu allem gefragt, was so war. Und dann war es 4 oder 5 Uhr. Also wir hatten Schlafentzug, Nahrungsentzug, Kommunikationsentzug, Tageslichtentzug. Rainer Gottwald, der nur wirklich, ich sag mal, Elitekämpfer ist und in Libyen war und weiß ich was und Gaddafi etc., nur so als Attribut gesagt, Survival-Mensch, der hat gesagt, so foltert man Menschen.
gibt es im Nachhinein rückblickend irgendeine Situation, die du dir so nicht vorgestellt hättest, wo du im Nachhinein sagst, das war für mich absolut definitiv die größte Herausforderung an allen Tagen zu jeder Stunde? Also was mir der Psychologe auch bestätigt hat, war letztendlich, dass ich in einem Punkt wirklich von allen Teilnehmern ein Rekordhalter bin, nämlich in Selbstreflexion. Das, glaube ich, ist mein größter Feind gewesen, denn die Kameras haben, man guckt ja nicht rein und man hat sie auch irgendwann vergessen und redet auch mit jedem konzentriert über das, was der andere erzählt und so. Und trotzdem, meistens so nach den ersten Sätzen, wo man so im Gespräch ist, immer mal wieder denke ich, was hast du da gerade gesagt? Oh Gott. Und wie stellst du dich da? Manchmal merkt man dann auch, wir haben ja auch keine Spiegel, wir sehen also nicht, wie wir so gerade drauf sind. Ne? Aber mir war schon klar, dass ich da wohl jetzt nicht dauernd das Lächeln auf dem Gesicht hatte. Und viel, viel schwerer als beispielsweise für mich ein Vorbild an sich darstellen, Jay Kahn, der einfach so ein, wie soll ich sagen, der hat sich da einfach in der Gewalt oder ist da anders strukturiert. Ich jedenfalls war da schon oft von einer gewissen Melancholie. Und es ist ja komisch als Unterhaltungskünstler, der dann weiß, nach dem Finale bist du zum Beispiel am 9. geht's gleich los mit Auftritt in Werl, der Stadthalle. Und ob dann, wie erhofft, diese Sendung meine Theatershows füllt oder vielleicht sogar das Gegenteil, wo man sagt, also ich habe, das war jetzt nichts, worauf ich Lust habe. Der ist ja selber gerade so verzweifelt und mit sich am Ringen. Das hat mich fertig gemacht. Also ich war auch wirklich darauf eingestellt, meine Frau und hat auch primär meine Handy-Rufumleitung und alles. Ich dachte wirklich häufig, was muss die alles aushalten? Was muss die alles lesen? Und jeden Tag und wird vielleicht die Hände falten und sagen, Jörg, dann geh doch raus, scheiß auf die Kohle, mach doch einfach hier einen Cut und verhindere weitere Tage. Das vorweggenommen war überhaupt nicht so. Ich habe mich gewundert, dass viele Menschen das auch, mich auch erkannt haben als Mensch, der da keine Rolle spielt. Und auch das zumindest nehme ich auch für mich 100% in Anspruch. Ich war in keiner Sekunde irgendwie taktierend. Habe mir aber auch schon den Mund verbrannt und habe Dinge beim Namen genannt. Aber auch das, glaube ich, muss man tun. Diese, ich sage jetzt mal Laudatien, wenn man nominieren musste. Hier war Jay, den ich ja sehr schätze. Aber er hat immer, bevor er dann jemanden nominiert hat, eine Laudatio gehalten. Es ist ein Mensch mit einem Herz aus Gold und ich liebe ihn. Und sie ist auch mir so ans Herz gewachsen und dann nominiert er. Das ist einfach. Und da habe ich jetzt auch Jörg Dreger verstanden, der mir auch mit auf den Weg gab. Ich habe mit ihm ja gesprochen, er war auch der Grund, warum ich dachte, dann mache ich das auch. Er hat das nämlich ja ganz gut geschafft als Älterer. Der hat auch gesagt, wenn ich eins bereue, und er hat ja bei dir auch geredet, Frank, er hat gesagt, Jörg, wenn ich eins bereue, dass ich bei den Nominierungen nicht einfach nur gesagt habe, was ich denke und habe das in Zuckerwatte gepackt, aber am Ende ist das ja ein Spiel. Bei Mensch, ärgere dich nicht, da fängt man ja auch nicht an, den anderen zu streicheln, bevor man das Männchen von der Position wirft. Ja, man hat, oder ich habe als Zuschauer oftmals das Gefühl, das machen Menschen oder die Kandidaten dann auch nur, um sich ein Stück weit davor schützen zu wollen, nicht der Nächste auf der Nominierungsliste zu sein, indem man so ein bisschen in Zucker, in Watte, wie auch immer, packt, weil man doch Angst davor hat, der Nächste auf der Liste sein zu können, oder? Wenn man knallhart sagt, tut mir leid, du bist der größte Konkurrent für mich, also muss ich hier taktieren, oder ich mag dich einfach nicht, oder du gehst mir echt auf die Nerven, oder. Das macht man in der Regel nicht, glaube ich, weil man wirklich Angst hat, am nächsten Tag könnte ich der Nächste auf der Liste sein. Oder was ist da deine Vermutung?
Ja, das ist ein Grund, und weil wir natürlich uns nicht aus dem Weg gehen können. Auch weil das, wir wissen ja mittlerweile auch, egal ob wir unten eine Entscheidung treffen und sagen, das kriegt der oben nicht mit, aber es wird denen ja vorgeführt. Und es wurden auch Dinge vorgeführt, einfach nur in der Entscheidung, wo wir uns mal nominieren mussten. Und die bekamen den Ton gar nicht gezeigt oben. Das heißt, die haben gar nicht gehört, dass jeder sich schwer getan hat und im Prinzip auch gelitten hat wie Sau, dass wir Aussagen bestätigen mussten über die anderen, die wirklich uns nur vorgelegt waren. Das war schon ein bisschen eine fiese Nummer. Ich glaube aber tatsächlich, einer Nominierung kann man sowieso nicht entgehen. Und ich meine, da ist es wahrscheinlich wirklich auch besser, sich überhaupt keinen Kopf zu machen, wie man besser dasteht oder sonst wie. Der Zuschauer will echte Menschen, und dann macht man sich eher unbeliebt, wenn man rumschleimt. Da ist, das ist, ja. Genau, ja. Wie waren denn generell so die Reaktionen, seitdem du draußen warst? Du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt. Ich habe natürlich, während du drin warst, auch mal immer so ein bisschen in den sozialen Medien geschaut, ob deine Facebook-Seite, wo kommentiert wurde, wo das Echo sehr geteilt war. Menschen, die sofort gesagt haben, das muss ich gucken. Ich freue mich unheimlich, dich wiederzusehen. Hin und wieder gab es Kommentare wie, hast du das echt nötig? Mein Gott, wie tief bist du gefallen? Macht das irgendwas mit dir, oder sagst du, naja, das ist halt ein Querschnitt unserer Gesellschaft? Also da muss schon eine Frustrationstoleranz haben, und wenn ich jetzt nur von der Sache her mal vergleiche mit einer anderen Situation, wo ich auch etwas gemacht habe im Medium Fernsehen, wo es auch so geteilt war, wo ich nämlich bei Supertalent die Blockflöte gespielt habe, ich komme ganz gut damit klar, dass Menschen nicht immer alles verstehen müssen, was ich tue, und dass man nicht alles, was auf dem Karriereweg liegt, man muss ja auch sehen, ich bin da eigentlich jetzt schon im Prinzip ja schon in der Bonuszeit meiner Karriere, und das macht schon was aus, glaube ich, wenn man wie der überwiegende Teil noch relativ jung ist in diesem Haus, oder ob man so ein bisschen der Senior ist, der eine ganz andere Zielrichtung hat. Ich wollte da nie gewinnen. Das klingt so unehrgeizig, und ich denke auch manchmal, oh, wenn du das jetzt zu laut sagst, dann sagen die auch, wieso spielst du dann das Spiel mit? Ich glaube, dass ich mein Ziel im perfekten Timing erreicht habe, dann rauszugehen, und ich war immer auch 2 Wochen, wo ich alle Erfahrungen, auf die ich Bock hatte, alle Erkenntnisse über mich, dass ich die alle im Prinzip gemacht habe, und ab dem Freitag, also ich bin ja Donnerstag raus, wäre es nur eine Wiederholung gewesen, und vor allen Dingen auch in einer Zeit, wo es dann zum Kampf kommt, es wird ja immer schlimmer, etwas, was mir total fern ist, da glaube ich, bin ich zum richtigen Zeitpunkt raus. Ich muss schon sagen, es ist ganz süß, dass dann plötzlich, ich war gerade mit meiner Frau gestern in Hamburg in der Innenstadt, Weihnachtseinkäufe, es macht schon was mit einem, wenn da plötzlich auch die Kiddies, oh ja, Knör, und aber mit einem Lachen und so, und ich fühle mich an die Zeit erinnert, wo ich ja tatsächlich mal größte Popularität hatte, und es hat mir schon gefallen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich an sowas selbst befriedige. Oh Gott, was für ein Wort. Hat man ja auch schon mal die Situation. Da gab's. Ja, aber es schmeichelt die Seele doch ein wenig. Ja, und das finde ich auch völlig in Ordnung. Vor allem, wenn die Leute einen lachend angucken und mir hinterher gucken. Aber wie gesagt, meine Idee reinzugehen war natürlich auch mal einmal zu gucken, wie ist das eigentlich? Was macht Fernsehen, dieses Analogfernsehen, überhaupt für das, was ich ja eigentlich mache, nämlich Theater, und habe gerade eine Premiere vor dem Promi Big Brother Haus gefeiert mit meiner Biografie. Der Mann, der Inge Meisel war, eine sehr selbstironische Reise durch mein Leben und auch durch, ich sag mal, die Fernsehschatztruhe, die packe ich auch aus. Also was ihr mit eurem wunderbaren Portal macht oder Podcast, das ist auch das, was die Leute lieben, die zu mir kommen. Sie dürfen noch mal live bei mir erleben, was sie in ihrer Jugend, Kindheit und später im Fernsehen erlebt haben. Das ist, also ich freue mich auch, wenn du mal in meine Show kommst. Bei mir ist es ein bisschen die Fernsehschatztruhe, nur mit Bildern. Das habe ich vorher gemacht, jetzt nach dem
ich feiere direkt Premiere mit dem Jahresrückblick. Das war's mit Stars, wo es wirklich um alles geht, von der Fußball-WM, FIFA, von Themen, die Russland ist drin. Es ist auch viel zum Lachen. Aber das habe ich alles im Prinzip eine Woche vor dem Promi Big Brother, wo wir diese Quarantäne hatten im Hotel und alle haben irgendwie einen Haufen DVDs gehabt. Ich habe tatsächlich 8 Stunden lang geschrieben jeden Tag und habe das, jetzt kann ich in Ruhe das vorbereiten. Da werde ich sehen, und ich sehe es auch schon an den Zuschauerzahlen, die Leute sind neugierig, sie können sich dann ja auch bei mir mit Videos und so mal ein Bild machen, wie Jörg Knör ist, wenn er nicht verzweifelt, ringend, traurig oder überfordert ist, sondern strahlt in dem, wofür man ihn kennt. Du hattest mir im Vorfeld, bevor du ins Haus gegangen bist, ja gesagt, ich werde das, was man eventuell von mir erwartet, nämlich, dass ich ins Haus gehe und direkt anfange zu parodieren, das werde ich nicht rausholen, sondern ich werde mich erstmal zeigen, wie ich bin und gucke, wie sich das entwickelt. Im Laufe der Zeit hast du dich dann doch dazu hinreißen lassen. Hat man das durchaus redaktionell auch ein bisschen von dir gefordert oder kam das wirklich aus der Lust heraus? Ich weiß nicht, was ich verraten darf, aber tatsächlich muss man auch sagen, ich habe mir das vorgenommen, aber Jay Kahn hat ja auch ganz oft irgendwie, wir haben ganz viel gesungen übrigens, ne? Weil die Mädels kannten alle Texte, also das hat uns auch bei Wasser gehalten. Natürlich in den Gesprächen, was hast du gemacht und was, und dann, da kam ja hinterher auch dann so Jörg Knör, wenn der erzählt, da geht es ja nur noch um Tote. Das war aber dann aus der Wut, wir sind aufeinander geraten, klar. Da waren natürlich die Beispiele drin und mir war auch klar, ein bisschen fühle ich mich mit dem, was ich kann, auch ein bisschen sicherer und habe das Gefühl, ich kann was beitragen, auch zum Ganzen, wo eigentlich so viel Tristheit ist, so wie am Lagerfeuer, der eine spielt Gitarre, holt der Gitarre raus. Aber nicht, weil er sich produzieren will. Aber ich glaube schon, dass ich sehr dosiert war. Und dann gab es ja noch Social Media immer. Gab es noch ein Regularium, habe ich vergessen zu erzählen. Ich weiß nicht, was sie dann gemacht haben in der Garage. Wahrscheinlich die Kameras geputzt und Challenges. Die Räume waren ja relativ nah beieinander, auch wenn man das nicht sah, dass man nicht was mitbekam, was in der Arena passiert. Die war jetzt nicht so weit weg entfernt, aber für uns, die Zelle ist die Zelle. Da wurden wir irgendwas gegen Nachmittags, 5 Uhr, in wirklich einen mini, mini kleinen Raum gefercht. Mit 9 Personen lagen wir wirklich übereinander, kann man sagen, wie die Sardinen, und wurden und hatten diesen Schlafdefizit. Wir wollten ja dann schlafen, irgendwie wenigstens mal so ein Nachmittagsschläfchen, aber ging überhaupt nicht. Die haben brutale Upbeat, Heavy Metal und ich weiß nicht was Musik uns zugespielt und mit hellem Licht. Und da gab es immer eine Social Media Aufgabe mit einer Kamera, die wurde uns da reingestellt und ein Zettel, wo dann drauf stand, was machen wir denn heute? So. Und da gab es auch die Aufgabe, die für mich, meine Mitbewohner zu parodieren, für mich natürlich echt jemand, der so perfektionistisch ist, dass er eine Stimme erst dann auf die Bühne bringt, wenn alles stimmt. War das nicht so einfach, aber ich habe mich der Aufgabe gestellt. Genau, richtig. Wen fandest du da am besten umgesetzt und gelungen? Naja, also ich habe, die Katrin mit ihrem Ossi-Slang, ach, das, die jetzt in der Schweiz noch lebt, das ist ja, also das war gut. Und Rainer, der auch immer so ein bisschen GSG-9-mäßig immer erzählt, und dann bin ich da raus und hast dann das und dann. Diese ewigen Geschichten von ihm, man hat ja auch Leute aus dem Tsunami gerettet und so, aber eben halt so, ein bisschen so der Legionär, der von alten Zeiten erzählt, ging ganz gut. Und ich habe gemerkt, bei Menderes, als ich so ein bisschen die Stimme so. Da habe ich so, ich weiß nicht genau, da war, ich dachte, ja, ist jetzt echt, aber genau das ist das, worunter er wohl auch ein bisschen leidet. Ja, da ist so ein bisschen, es war echt und ich dachte, jetzt tue ich ihm vielleicht doch weh. Ne? Da war es aber schon raus.
Wenn wir das große Resümee ziehen, jetzt bist du ja seit Freitagmorgen sozusagen wieder in der Freiheit, seit Donnerstagnacht, Freitagmorgen. Rückblickend, war es richtig, dieses Projekt gemacht zu haben? Auf alle Fälle. Also ich merke jetzt Dinge, die ich jetzt auch hier schon, auch meine Frau ist über manche schon sehr erstaunt. Ich fühle mich jetzt weniger selbst kontrolliert, weil ich konnte einfach nicht weitermachen, wenn ich dauernd mich selber versuche zu analysieren und zu repetieren, war das gut, war das schlecht, und habe auch gelernt, auszuhalten, nicht beliebt zu sein, auszuhalten, nicht zu gefallen, weil das ist die Lektion aus Big Brother. Du kannst nicht vermeiden, anderen weh zu tun, andere mal hart anzugehen. Da hast du nichts zu suchen, wenn du nicht bereit bist, dich dahin zu bewegen. Und das ist als harmoniesüchtiger Künstler, der auch gefallen möchte, da muss man tatsächlich alles über Bord werfen. Und ich glaube, so mit einer der beruflich interessanten Sachen, und das wird jetzt hier in diesem Podcast bestimmt auch noch besonderen Wert haben, weil ihr euch ja über eine Fernsehvergangenheit hermacht, die besondere Emotionen weckt. Aus der Zeit komme ich auch, wo es große Shows gab, große Namen, Fernsehen wirklich wie ein Parfum, einen Duft von Besonderem umgab. Und die Idee, die ich hatte, als ich anfing, nämlich mit Rudi Carrell und mit diesen großen Shows, in denen ich zu Gast war, die haben mir fast impliziert, also eingebaut, diesen starken Wunsch, ich möchte auch mal mit so einer starken, großen Show in der Unterhaltung stattfinden und mir einen Namen machen. Für mich war eigentlich die Fernsehkarriere das, was mich angetrieben hat. Bin beim Theater gelandet, mache meine Solo-Shows, bin unglaublich glücklich damit, aber dieser Wunsch, meine Frau ist auch so altersmäßig, 57, ich 63, sagt, Jörg, ich weiß nicht, was du mit diesem Fernsehen hast, dass du immer noch diesen Traum denkst, dass der sich nochmal erfüllt mit einer großen Sendung oder so. Aber vielleicht hat sie mich deswegen auch so unterstützt, hat gesagt, du musst dahin, du musst mit diesen Influencern zusammen sein über mehrere Tage. Und wir haben ja in diesen Zeiten viel geredet. Da sind Menschen, die haben viele Follower, die haben ihr, ich sage jetzt mal, Ersatzfernsehen gefunden und sind da Stars. Und jetzt komme ich zum Resümee in der Hinsicht. Ich glaube, ich habe diese fixe Idee wieder aus dem Rucksack. Ich habe meinen Frieden damit gefunden, dass es auch schon ein riesen Erfolg ist, mit keiner Fernsehpräsenz, doch 300er, 400er, manchmal auch 600er Seele voll zu machen, immer noch nach 43 Jahren Karriere, und das auch in Ordnung ist, und dass der Traum von dem Fernsehunterhalter gar nicht möglich ist. Es ist so, als wenn man sich an ein Restaurant erinnert aus den 80er Jahren, wo man sich immer wohlgefühlt hat, man kommt dahin, das Ding ist eine Ruine, es ist längst geschlossen, und ich glaube, dieses Fernsehen, von dem ich immer geträumt habe, ist gar nicht mehr da. Also ich lasse ein bisschen die Finger von dieser Sache und gebe in anderen Dingen mehr Gas. Wenn das Fernsehen auf mich zukommt, ist das wie eine schöne Überraschung, freue ich mich drüber. Aber ich werde da nicht meine Kraft vergeuden und vor allen Dingen meine gute Laune nicht trüben, weil ich jetzt nicht wie manch einer meiner Comedy-Kollegen die Dauerpräsenz haben. Das hast du unglaublich schön gesagt. Aber wir haben ja gerade schon über den lieben Kollegen Jörg Träger gesprochen, wo es ja nach der Präsenz bei Promi Big Brother mit Geh aufs Ganze, nächste Woche starten die neuen Folgen, wieder losging. Das heißt aber, wenn das Fernsehen auf dich zukäme und sagt, wir würden 2023 gerne nochmal ein Rival der Jörg Knirsch Show auf die Beine stellen wollen, du würdest dich
aber nicht mit Händen und Füßen dagegen wehren, sondern dir wahrscheinlich das Angebot gut anhören und gut durchlesen und dann für dich entscheiden, ob es das Richtige ist, oder? Naja, man kann das, womit ich mal im Fernsehen, das ist der Unterschied zu Jörg Dreger, was ich da gemacht habe in den 90ern, was mich sozusagen bekannt gemacht hat, das kann man so ja nicht nochmal machen. Er hat das Glück gehabt, ein Format zu haben, ein Quiz, so wie Preis ist heiß. Das ist nicht vom Jahrzehnt und Aktualität abhängig. Da ist er einfach so eine Marke gewesen. Und jetzt ein bisschen älter, aber das passt zu ihm. Das Format ist einfach da. Er ist ein Moderator, aber ich bin Entertainer. Und ich glaube halt auch, die Parodie lebt natürlich von den Figuren, die gerade angesagt sind. Da findet sich, nicht mehr so viel wie zu der Zeit, wo ich begonnen habe. Und ich denke eher in eine Richtung, es gibt in Frankreich ein Varieté-Format, oder gab es, war wie Wetten, dass es hieß Le plus grand cabaret du monde. Und das ist so ein bisschen die Art von Show, wo ich denke, da kann ich dosieren, also ich sag mal, was es ist, ein bisschen wie Supertalent, aber ohne ein Cast, wo Weltklasse-Artisten, skurrile Nummern auf einer großen Theater-Varieté-Bühne stattfinden und eine Art von Promi-Stammtisch im Publikum ist mit dem Moderator, der übrigens auch in Frankreich einer der glänzenden Parodisten ist und der sich dann mit Musik und mal hier und da mal mit seiner Farbe, wie ich das auch tun würde, mal immer kapriziert, um wie auch Harald Juncker als Entertainer mal gesungen hat, einen Sketch gespielt hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen, aber da ist auch die Zeit, glaube ich, nicht mehr für da. Also vielleicht gibt es Formate, wo es mir Spaß macht. Gerade ist irgendwie eine Anfrage gekommen für ein Format, wo prominente Männer sich mal so als Drag Queen zeigen und wie bei Masked Singer ein bisschen die Leute irritieren. Masked Singer wäre zum Beispiel auch was, ganz offen, wo ich sehr, sehr gerne, ist ja vom selben Produktionsteam, wo ich gerne mal schwitzen möchte in irgendeiner Figur, weil meine, was viele gar nicht wissen, dass ich halt auch in meinen Shows einen sehr hohen Musikanteil habe und dass ich eben als mit meinen Gesangsparodien und Musikalnummern meine Show eigentlich überhaupt so richtig emotional mache. Habe auch gerade gehört, vielleicht hast du es auch mitbekommen, jetzt im Jahreswechsel belebt ja Sat.1 auch wieder Stars in der Manege. Da hätte ich mir dir auch wunderbar vorstellen können, dich. Wäre mit Sicherheit auch was Tolles gewesen, denke ich mal. Das geht so in die Richtung, bei der du gerade so ein bisschen erzählt hast. Ja. Hab ich gestern gesehen, den Trailer zu Stars in der Manege, und dachte auch, Mensch, warum ist man nicht schon früher darauf gekommen? Und ich bin auch ganz sicher, es gibt ganz viele Fundstücke an Unterhaltung, wo die Seele der Sendung tatsächlich nie gestorben ist. Man muss sie nur in ein neues Zuhause geben. Wenn das gelingt, warum eigentlich nicht Zirkus, ist grundsätzlich gar nicht so falsch. Lieber Jörg, ich weiß, dass du im Moment unheimlich gefragt bist, viele Termine hast und es gar nicht so einfach war, dass wir uns hier jetzt nochmal zusammenfinden. Du aber ganz schnell gesagt hast, ihr gehört zu denen, mit denen ich mich gerne nochmal zusammensetze und euch ein bisschen was über die Promi-Big Brother-Zeit erzähle. Da danke ich dir ganz herzlich für und du bist in unserem Fernsehschatztruhenherz. Ich muss aber, fiel mir doch noch was jetzt ein und es passt auch, glaube ich, sehr schön abgerundet zum Schluss. Ich habe, das war übrigens auch mein, ich dachte, wenn es irgendwann mal drin ist, aber ich kann es dir versichern, ich hatte ja einen Kumpel und das war der altersgleiche 63-jährige Sportreporter Jörg Dahlmann. Und wir beide haben tatsächlich uns die Zeit vertrieben und jetzt kommt's. Ich habe das dann auch, Entschuldigung, wenn ich die Lizenz da jetzt aufgeweicht habe, ich habe das dann auch immer unsere Fernsehschatztruhe genannt, weil die anderen konnten überhaupt nichts damit anfangen. Denn da sagte, mach nochmal Wum und Wendelin. Der kannte dann, dann war ich wieder, hallo Jörg, wir müssen durchhalten. Genau, es sind ja nur noch wenige Tage bis zum Stichtag am 7. Dezember zum großen Finale. Und dann hat er mir die ganzen Texte vor. Er sagte, warst du das mit der Miezekatze? Nein, sag ich, das war Loriot. Und also wir haben wirklich auch so ein bisschen unsere Kindheit von Raumschiff Orion bis ich weiß nicht was durchgegangen und hatten viel Spaß bei dieser Art von Rückschau, weil wir ja sonst keine Unterhaltung hatten. Sehr schön.
sehr schön. Ich, wie gesagt, danke dir von Herzen und ich finde, wenn einer ausstrahlt, ein Stück weit Fernsehschatztruhe zu sein, dann ist es deine Karriere und dann bist es du. Vielen Dank, Jörg Knörr. Ja, lieben Dank, Frank, und ja, einen schönen Sonntag, schönen zweiten Advent, müssen wir doch mal hier auch sagen. Tschüss! So, genug gequatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retro-Kosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald! Von Hintertupfingen bis Winterlohe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.